Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich würde gern ein sehr kurzes Video von Norman Ali Khan übersetzen, wo er über die Vergebung von Gott spricht, weil ich der Meinung bin, dass das ein sehr wichtiges Thema ist und viele Leute die Beziehung zwischen Mensch und Gott sehr oft als sehr streng und mit wenig Liebe und Vergebung anschauen. Er redet darüber, also das eine ist so ein den Link findet ihr auf jeden Fall gleich unten im Video. Und zwar fängt er an, darüber zu reden, wie sehr viele Leute glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht mehr zuhört, wenn man zum Beispiel Dua macht. Und warum sollte Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt noch mir zuhören, weil ich ja so ein schlechter Mensch in Anführungsstrichen bin. Und man sollte sich immer wieder vor Augen führen, dass das größte Geschenk, was Allah uns gemacht hat, dass überhaupt Vergebung existiert. Und dass alles andere im Leben sozusagen ein zusätzlicher Nutzen ist. Und er gibt das Beispiel von seinem eigenen Kind zum Beispiel, wenn sein Kind ihn jetzt verärgern würde, oder sagen wir mal, ich hätte ein Kind und mein Kind würde mich verärgern, dann würde ich mein Kind zurechtweisen und würde vielleicht auch wütend werden und mit dem Kind schimpfen. Fakt ist aber, dass wenn, sagen wir mal jetzt, dieses Kind würde nach Hause gehen, sich zurückziehen und für mich etwas malen und würde eigentlich eine Karte oder was auch immer sehr schön gestalten, mit dem Gewissen, dass es mir das später schenken würde. Aber anstatt das zu tun, krümelt es dieses Blatt einfach zusammen und schmeißt es in den Müll. Und der Bruder kriegt das mit, also mein zweites Kind in Anführungsstrichen kriegt das dann mit und fragt dann, ja, aber warum hast du das dann jetzt weggeschmissen? Das ist doch eigentlich für Mama oder Papa gedacht. Und in dem Moment sagt das Kind, ja, aber Mama ist so sauer auf mich und liebt mich nicht mehr, die wird das sowieso nicht annehmen. Und die Frage ist, was würde ich denken oder was würde ich in dem Moment, wenn ich mein Kind anschaue, in der Situation fühlen? Letztendlich wäre ich zu Tränen gerührt und würde mir denken, natürlich nicht, ich meine, gib mir dieses schöne Stück Blatt, was du für mich extra gemalt hast, ich rahme es ein oder hänge es nicht nur an den Kühlschrank, sondern tue es hinter Glas, weil es mir halt so wertvoll ist. Weil egal, wie viele Fehler du als mein Kind getan hast, ich liebe dich trotzdem und du bist halt mein Baby. So, du kannst 100-mal einen Fehler begehen und ich werde dich trotzdem lieben und nicht verstoßen. Und das ist halt die Beziehung nur zwischen Eltern und Kind. Und in dem Fall sprechen wir aber nicht nur über die Beziehung zwischen Eltern und Kind, sondern zwischen Allah subhanahu wa ta'ala und seiner Kreation. Und das Interessante ist, dass wenn wir einen Fehler machen, zum Beispiel sagen wir mal, ich lüge, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala mir nicht meine Zunge abschneiden oder ich werde nicht auf einmal nicht mehr sprechen können. Oder wenn ich etwas haram gegessen habe, dann werde ich nicht auf einmal nicht mehr in der Lage sein zu essen oder meine Hände fallen ab. Oder wenn ich etwas sehe, was haram ist, dann bin ich nicht auf einmal blind. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala reicht, also wir werden nicht mal von Allah zurechtgewiesen oder direkt bestraft für eine Sünde, die wir begangen haben, was im Endeffekt einfach noch eine extra, also es unterstreicht nochmal, wie sehr Allah subhanahu wa ta'ala uns liebt und dass seine Liebe wirklich gleich keiner anderen Liebe ist. Und das ist tatsächlich auch Fakt, also jede Liebe, die wir spüren, beziehungsweise jede Liebe, die zwischen zwei Kreationen von Allah existiert, ist nur ein Bruchteil der Liebe, also der vollkommenen Liebe, die Allah für uns hat oder generell in sich trägt. Die einzige Kreation, die wirklich denken kann oder bei dem es der Fall ist, die weiß, dass Allah ihn hasst, ist Satan. Und Norman Ali Khan sagt das sehr schön, dass wenn wir denken, wir sind ein hoffnungsloser Fall und Allah würde uns nicht mehr zurücknehmen oder unsere Gebete nicht hören, dann sollten wir uns fragen, in wessen Fußstapfen wir da eigentlich laufen oder wem wir nachahmen. Und dann gibt er noch ein sehr schönes Beispiel von Adam a.s. Und zwar, Adam war ja in Jannah und hat einen Fehler begangen und ist dann von der Jannah als Bestrafung auf die Erde gekommen. Und was wäre gewesen, wenn Adam a.s. gedacht hätte, ja, ich bin jetzt, Gott hat mich bestraft und es gibt jetzt keinen Rückweg mehr. Interessant ist, dass Allah ihn eigentlich sozusagen gelehrt hat, was er sagen soll. Und zwar ist im Koran dokumentiert, رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Also Gott, wir haben uns selbst Unrecht getan und wenn du uns nicht vergibst, dann sind wir von den Verlierern. Und das ist jetzt sehr einfach übersetzt.
Und Fakt ist einfach, dass sehr viele von uns zum Teil an einem sehr guten Ort sind und sehr tief fallen und dann denken, dass Gott nicht mehr uns zuhört. Aber wenn wir uns vergleichen mit Adam a.s., er war einfach in der Jannah, hat einen Fehler bekannt und ist, also tiefer kann man eigentlich nicht fallen, auf die Erde gekommen. Und er ist trotzdem genauso nah zu Gott und kann direkt mit Gott sprechen und kann um Vergebung bitten. Und diese Vergebung wird ihm sofort gegeben quasi. Genau. Und ich denke, das sollten wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen. Und er sagt halt, wir sollten auf jeden Fall, der Meinung bin ich natürlich auch, nicht aufgeben und weiterhin Dua machen, also Bittgebete. Und das Erste, woran, also wir sollten daran, also definitiv daran glauben und daran festhalten, dass Allah unsere Bittgebete hört und inshallah auch er hört. Und wir sollten das, also eines der ersten Dinge, worum wir auch beten sollten, sind Vergebung. Und eine letzte Sache, die er noch festgehalten hat, ist, dass es gibt Völker, von denen Allah subhanahu wa ta'ala erzählt, die eigentlich, also es gibt, diese Völker haben es verdient, vernichtet zu werden, und sie werden nicht vernichtet, weil unter ihnen noch Menschen sind, die um Vergebung beten. Das heißt, wir sollten uns umso mehr bemühen, von den Leuten zu sein, die um Vergebung beten. Das heißt, weil es Menschen gibt, die Sünden begehen und immer wieder um Vergebung beten, werden Völker, die es sonst, bei denen es zu Recht gewesen wäre, dass sie vernichtet werden, nicht vernichtet. Das betont nochmal, wie stark für Gott auch das wichtig ist oder für Allah dieses, dass jemand um Vergebung bittet, von Wichtigkeit ist. Genau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.